Rennen, zu denen er gestartet ist, ist er immer aufs Podest gefahren. Fünf Rennen in dieser Saison, fünfmal auf dem Podest, jetzt im zweiten Lauf in Val d'Isère unterwegs. Ja, der Felder ist gut gefahren. Also, es ist sowieso, Odi muss voll antrinken, weil der passiert, funktioniert das Material am besten. Oben baut er seinen Vorsprung aus, hat jetzt 7/10, jetzt wird es steil. Spitzeligno. Vor einem Jahr hier bereits nach dem ersten Lauf in Führung, dann zum ersten Mal gewonnen in Val d'Isère. Nächste Zwischenzeit, noch immer in Führung und zwar deutlich in Führung. Es ist einfach nur größere Maschine, wo der Feller. Das ist der Wahnsinn. Diese Sicherheit, diese Unbekümmertheit. Oh, da wurde es noch einmal eng, aber Marco Odermatt gewinnt in Val d'Isère. Gewinnt wieder in Val d'Isère. Mit Laufbestzeit im zweiten Umgang. Hast du noch eine Superlative in deinem Vokabular?